Gut. Ist mein Mikro gut? Ja. Okay. Vielleicht noch mal ein, zwei Fragen. Wie viele Sitzplätze haben die? Also ein bisschen so die technischen Inputs, wie viele Sitzplätze etc. So, ja. Also wir haben 48 Sitzplätze bei unserem Restaurant. Im Sommer haben wir gut 30 Aussenplätze, was sicher nicht so schlecht ist in der Stadt Zürich. Haben wir auch eine schöne Lounge draussen. Also das ist tiptop. Die haben, wie gesagt, knapp 50. Aber natürlich optional, wenn man da mal eine geschlossene Gesellschaft hat, dann kann man auch 1-2 mehr oder 1-2 weniger. Ja, wie es halt so ist. Was hat es mit Ihren Tätowierungen auf sich? Oh. Hat das auch etwas mit Oh. Ist mir aufgefallen, dass sehr viele Leute, die vegan kochen, dass die Tätowierungen haben. Das ist jetzt ein Klischee. Das ist mal sogar in der Zeitung bedient worden, das Klischee, dass viele Leute, die vegane Restaurants haben oder arbeiten oder aus der veganen Szene sind, tätowiert sind. Ein gewisser Ursprung hat sicher, wenn man aus der alternativen Szene kommt, dass das kann zusammenhängen, aber ich glaube nicht per se. Bei mir jetzt auch nicht. Also, das stimmt nicht, die Frage ist blöd. Also wir können sie noch mal wiederholen, aber gerne. Das gefällt mir nicht, die Antwort. Muss man schnell eine Antwort überlegen. Ich kenne schon eine andere Frage. Ja. Ist okay, ich frage etwas anderes. Und zwar in eigener Sache, Anführungs- und Schlusszeichen. Was hat Sie dazu bewogen, dass Sie beim besten Swiss Gastro Award teilgenommen haben? Das ist... wir wollten herausfinden, und Challenge akzeptieren, um zu schauen, wie die Gäste uns finden, wie das Feedback ist vor allem. Ich meine, es gibt nicht viel bessere Möglichkeiten, um auch gerade 1-1 eigentlich am gleichen Abend das Feedback bekommen vom Gast. Logisch kann man am Tisch gehen und fragen, wie es war. Aber manchmal war es trotzdem noch spannend, was dann das Feedback war auf dem schönen Talon. Von dem her, das ist sicher ein grosser Aspekt des weiteren Ebenen, ein bisschen Challenge, um zu schauen, was kommt raus dabei? Und ja, es war eine lässige Sache. Und ich meine, schlussendlich die Gala spannend und schön gewesen, von dem her hat alles gepasst. Was haben Sie für Erwartungen gehabt, wo Sie sich teilten? Mit was für einer Erwartungshaltung haben Sie sich für Teilnahme entschieden? Durchmischte. Also wir haben ehrlich gesagt nicht genau gewusst, auf was wir uns einlösen. Es war auch eine relativ spontane Geschichte, wo wir uns noch angemeldet haben. Von dem her, schwierig zu beantworten. Wie gesagt, es hat viel damit zu tun, um einfach mal eine Standortpositionierung zu machen. Wir waren dort nicht einmal ein ganzes Jahr am Arbeiten und haben gedacht, mal, das ist eigentlich cool. Wir machen jetzt da mit und schauen, was rauskommt dabei. Was haben Sie in der dreimonatigen Publikumsphase alles unternommen, damit wir Ihre Gäste auf Sie aufmerksam werden? Wir haben eigentlich primär, durch das, dass wir nicht nur Zweigstellen haben oder sonstige Ableger von uns, haben wir uns auf die Gäste, die da kommen, fokussiert. Also das heisst, wirklich jedem Gast, der bei uns etwas gegessen hat oder etwas getrunken hat, den Talon in die Hand gegeben und ihm auch kurz erklärt, warum und wieso. Und die meisten, also wir haben eine sehr hohe Rücklaufquote gehabt, also von dem her hat das gepasst. Und eben, das Feedback war eigentlich das Interessante in der ganzen Geschichte. So haben wir auch probiert, eben möglichst viele Feedbacks retour zu bekommen. Und ja. Was hat die Teilnahme gebracht, die zurückwirkend? Was uns die Teilnahme gebracht hat, ist sicherlich, dass man ein, zwei Mal noch ein bisschen Medienpräsenz gehabt hat. Viel auch Austausch unter den Gastronomen untereinander, wo man dann ins Gespräch kam, auch vor allem an der Gala dann schlussendlich, wo man noch ein, zwei Inputs hat können holen, die sicherlich interessant waren. Ja, das ist, denke ich, das Wichtigste, auch untereinander in der Gastronomie, dass man sich dort ab und zu austauscht und schaut, wie es läuft, genau. Was würden Sie für die Nominierten, die Best Swiss Gastro Nominierten, was würden Sie da für einen Tipp geben? Ich denke, das Wichtigste ist, dass man sich nicht probiert zu verstellen, nur weil man jetzt bei diesem Award mitmacht, sondern man muss wirklich einfach sein Ding durchziehen, so wie man es auch eigentlich im Kopf hat oder so wie man es auch vorher immer gemacht hat. Dann ist es authentisch und dann haben die Gäste auch Freude. Und schlussendlich, wenn man dann sollte auf dem Podest sein und viel mehr Gäste kommen und sonst dann nichts, ich glaube, der Reputationsschaden wäre grösser als umgekehrt. Jetzt wieder zu einem Beitrag über Sie. Steht ja und fällt oft mit dem
Es steht und fällt sehr oft mit dem Gastgeber. Sie sind Gastgeber. Vielleicht noch zwei, drei Worte zu Ihnen, Ihren Werdegang. Grundsätzlich habe ich einen relativ relativ klassischen Werdegang hinter mir. Ich habe Kochausbildung gemacht und bin dann nachher, wie es wirklich sehr klassisch ist, bin ich in die Saison gegangen im Winter in Adelboden. Dann ein, zwei Jobs noch als in gewissen Positionen hier in der Schweiz. Dann, nein. Nochmal neu. Also ich sage es noch einmal, ich weiß. Ich habe eigentlich einen sehr klassischen oder eben auch nicht so klassischen Werdegang hinter mir. Ich habe Koch gelernt und dann, wie es fast alle Köche machen, bin ich im ersten Winter dann in die Saison gegangen. Ich habe dann nachher noch ein, zwei Jobs so überall gemacht. Dann bin ich auf Zürich gezogen, persönlich. Ich habe dann da relativ lang gearbeitet in einem Restaurant und mich auch viel können arbeiten, was sehr spannend war. Dann habe ich angefangen mit meinen Weiterbildungen. Ich habe zuerst das Wirtepatent, das es nicht mehr gibt, gemacht. Dann eine Betriebsleiterschule gemacht. Und nachher hat es mich ins Ausland gezogen. Bin ich ein halbes Jahr auf Wien in einem 15-Gourmet-Restaurant als Chef des Service, beziehungsweise TV-Chef des Service, arbeiten. Was unglaublich spannend war, wo ich sicher auch viele Inputs retourbringen konnte. Einfach von der Gastfreundschaft her auch. Weil es wirklich ganz eine andere Welt ist, zum Teil als hier in der Stadt Zürich, wo ich viele Inputs auch hier im Restaurant einbringe, wo ich sage, mal, das muss einfach so sein. Nachher bin ich nach dem halben Jahr wieder zurückgekommen. Durch die Ausbildung dann bin ich in die beziehungsweise Geschäftsführungsetage eingestiegen. Bin ein interimistischer Geschäftsführer in einem Restaurant und noch sonst ein Assistent von einem Geschäftsleiter. Und dann sind wir eigentlich schon da, wo wir jetzt sind. Und zwar, dass ich mein eigenes Restaurant habe und hier koche. Und so ist es. Wie alt sind Sie? Ich bin jetzt 26. Aber das ist recht jung für ein eigenes Restaurant, ne? Das ist so. Das ist definitiv so. Es ist mir auch von gewissen Leuten ans Herz gelegt worden, zu warten. Schlussendlich war eine lange Entscheidungsphase. Und eben dann doch keine lange Entscheidungsphase. Es hat dann zu einem gewissen Zeitpunkt einfach alles gepasst. Und man sagt dann mal, wir hatten eine schöne Lokalität, das Konzept passt. Und ich bin der Meinung, das Konzept ist einfach wirklich, wir haben das schon so lange. Also ich habe das schon so lange in der Pipeline und immer genauer ausgearbeitet. Ich habe gesagt, wenn ich es jetzt nicht mache, dann ist es nicht mehr speziell. Irgendwann in 3-4 Jahren ist das nicht mehr der Wow-Effekt, den wir noch hatten, den wir eröffnet haben in Zürich. Und es hat alles gepasst und ich bereue es keine Minuten bis jetzt. Also von dem her, why not? Schön. Sie haben vorhin etwas noch gesagt, worauf legen Sie persönlich Wert? Also sind Sie vorhin so en passant gesagt, das muss einfach sein, worauf legen Sie persönlich als Gastgeber Wert? Das überschneidet sich ein bisschen, aber Sie können zu weisen raus. Mir persönlich ist sehr wichtig, wie der Gast behandelt wird, wenn er in ein Restaurant geht. Auch für mich persönlich, wenn ich Gast bin irgendwo, ich finde, Gast hat nicht nur zu tun mit Essen konsumieren, das Essen soll gut sein und dann zahlen und gehen, sondern auch das Ganze drumherum. Das heisst, wenn man reinkommt, dass einem der Mantel abgenommen wird, dass man am Tisch begleitet wird, dass einem nachgeschenkt wird auf dem Tisch, dass man höflich ist, dass man vielleicht auch mal ein Späßchen machen mit dem Kellner, dass der Service nicht zu steif ist, aber trotzdem die korrekte Umgangsform kennt, dass man weiss, wie man den Tisch zu bedienen hat. Das sind so Sachen, die mir sehr wichtig sind und eben eigentlich das Wichtigste im Ganzen. Einfach die Authentizität vom Service, dass man freundlich ist, dass man den Job gerne macht, vor allem, das merkt man als Gast und auch das ist mir sehr wichtig. Des Weiteren ist mir auch sehr wichtig, dass man merkt, wo das man ist. Es gibt gewisse Restaurants, wo man reinkommt, man weiss zwar, okay, da ist irgendjemand dahinter, aber man sieht die Leute nicht, man sieht keinen Gastgeber vor an der Front, es ist einfach so. Irgendetwas. Und es ist mir sehr wichtig, dass ich auch nach dem letzten Hauptgang, den wir schicken, in der Küche noch schnell zu den Leuten, die noch im Restaurant sind, gehen und Hallo sagen, gehen und fragen, wie es war, dass ich auch persönlich das Feedback einholen kann, dass ich merke und auch spüre, wie es war und auch eben am Gast das Gefühl geben, hey, da ist jemand, was wirklich interessiert. Und ja, genau. Sie haben Tätowierung unübersehbar. Und Sie bedienen damit das Klischee. Was hat es mit dieser Tätowierung auf sich? Ist das so ein bisschen, was weiß ich, vielleicht hat es etwas mit Ihrem Werdegang oder mit der Küche oder mit der Art, wie Sie kochen, zu tun? Nein, also ich kann. Klar bedient sich das Klischee, aber schlussendlich habe ich meine erste Tätowierung gemacht, als ich gerade mal Vegetarier geworden bin, mit Vegan noch nicht allzu viel am Hut hatte.
Ich denke, dass man das nur alternative Szene oder am Veganismus zuordnet, wäre jetzt gerade ein bisschen sehr polarisierend gesagt. Aber klar, es gibt viele Veganer in der alternativen Szene aus verschiedenen moralischen Gründen und darum überschneidet sich das dort. Bei mir ist es einfach ein privates Hobby, das ich gerne mache, um gewisse Sachen von mir auszudrücken. Aber es hat eigentlich nicht allzu viel mit dem Veganen an sich zu tun. Letzte Frage, warum sind Sie Vegetarier respektive Veganer geworden? Sind die persönlichen Komponenten noch drin könnte? Ganz einfach und ganz eine herzige Klischee-Antwort wegen der Tierli. Nein, also doch. Und zwar einfach, weil ich irgendwann in der Kochle gewisse Tatsachen in der Massentierhaltung anfangen habe hinterfragen und gesagt habe, ich möchte das eigentlich so nicht unterstützen und trotzdem aber wollte weiterhin gut essen. Das ist mir immer sehr wichtig, als ich Vegetarier geworden bin. Dort ist das wunderbar gegangen. Als ich Veganer geworden bin, eigentlich für mich persönlich auch, aber ich habe gemerkt, beim Auswärtsessen wird es schwierig. Und dort ist auch so ein Grundpfeiler vom Konzept von dem Restaurant entstanden, wo ich habe sagen, hey, veganes Essen und Genuss schließt sich nicht aus, sondern es kann sehr wohl zusammen funktionieren. So bleibe ich, durch eine Tätowierung nachfilmen.